Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video vom Hochsauerland Gaming. Ja, wie im letzten Video schon gesehen, ist unser Sägewerk in voller Produktion. Ich habe auch mittlerweile offline weitergespielt, habe mir einen Gabelstapler zugelegt, ja, der einfach besser ist für unsere Bretter, die hier hinzufahren. Ich habe auch schon den ersten Stapel hier in unserer Palettenproduktion abgeladen. Unsere Palettenproduktion ist voll im Gange. Man sieht es jetzt hier. Ja, unsere Paletten werden produziert. Alle Roboter sind fleißig am Arbeiten. Ja, wir produzieren unsere ersten Paletten. Man sieht es hier schön, wie das Ganze funktioniert, dass die Bretter auf Länge gesägt werden. Der andere Roboter tut die Bretter jetzt platzieren für unsere Paletten, legt die kleinen Klötzchen oben drauf, ja, und das Ganze wird dann zusammengenagelt. Wir haben auch schon ein klein wenig hier an Paletten. 11,67%. Warten wir, bis hier die 100% voll sind, dann tun wir die ersten Paletten hier erstmal draußen zwischenlagern. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einmal kurz rüber und holen ja den anderen Stapel noch der Paletten. Weil wie gesagt, ein Stapel habe ich schon hier rüber gefahren. Aber noch den zweiten Stapel holen, dass unser Sägewerk hier weiter produzieren kann, weil wir viele Paletten benötigen. Was ich auch offline schon gemerkt habe, ist, dass das, ja, das Herausfahren hier aus der Halle ja nicht ganz so einfach ist. Weil diese Bretter gerade so durch die Tür passen. Ich hoffe, dass das jetzt besser funktioniert. Wie man sieht, es funktioniert nicht so, wie ich das gerne möchte. Vielleicht jetzt. Ja. Wir werden es einfach mal probieren, diesen Stapel auch noch in unsere Palettenproduktion zu fahren. Ah ja, jetzt macht auch unser Sägewerk weiter. So, ich fahre das Ganze jetzt einfach mal rüber. Werde das drüben einmal abladen. Wir müssen natürlich den anderen Stapel auch noch holen, um einfach wieder genug Lagerkapazität und Produktionskapazität zu haben für unsere Bretter. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie das hier mit dem Abladen wieder funktioniert, weil bei dem ersten Versuch hat das nicht ganz so funktioniert, wie ich das gerne wollte. Das Ganze ist ein bisschen, ja, ein bisschen Sisyphus-Arbeit hier. Jetzt hat es funktioniert. Man sieht, dass die Bretter jetzt eingeladen werden in unsere Palettenproduktion und der Prozess weiter laufen kann. Ich fahre jetzt einmal noch rüber, hole noch den letzten Stapel, weil wir ja in dem Sägewerk drei Abladepositionen haben für unsere Bretter. Des Weiteren werden wir auch gleich die Hackschnitzel noch verladen mit dem Radlader in unseren Anhänger.
bevor wir dann anfangen werden und die Kartonproduktion bauen werden, weil die werden wir benötigen für unser Obst. Dort brauchen wir Kartons, um dies zu verkaufen. So, mal gucken, ob das Ganze jetzt genauso gut funktioniert wie bei dem letzten Stapel. Das ist ein bisschen, ja, schwierig, weil man dies genau wirklich hundertprozentig werden wir auch den letzten Stapel rüberbringen zu unserer Palettenproduktion. Vielleicht können wir sogar schon einen Stapel Holzpaletten draußen vor dem Gebäude deponieren. Vielleicht ist der inzwischen voll, werden wir jetzt gleich mal schauen. Prozent wir da jetzt haben. So, dann setzen wir das Ganze hier einmal ab. Ach, das funktioniert recht gut jetzt. Ich habe den Dreh jetzt raus, wie das funktioniert mit dem Absetzen. Schauen einmal kurz hier rein, wie viel Prozent wir jetzt hier haben. Wir haben jetzt 20% Füllstand für Leerpaletten. Unsere Produktion ist hier fleißig am Paletten produzieren. Ja, das Ganze ist ein Global Company Mod. Ist runterzuladen bei Modhoster. Wenn der ein oder andere das nicht findet, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich verlinke diesen Mod. Ja, dann könnt ihr euch das auch runterladen. Dasselbe Werk inklusive Palettenproduktion. Um auch in eurem Spiel, dass ihr lukrativ Paletten herstellen könnt. So, zack, abgeladen, fertig. Eine neue Palette ist geboren. Ja, ich würde sagen, wir lassen jetzt die Palettenproduktion einmal hier ja, alleine. Wie gesagt, wir haben jetzt alle drei Stapel gut abgeladen. Switchen einmal rum und machen weiter mit unserer normalen Hofarbeit. Und da wir noch ein paar Felder zu ernten haben mit dem Weizen, ja, das erste Feld habe ich schon bereits ja, geerntet, habe auch schon den oder das Stroh eingesammelt per Ladewagen. Und dieser Ladewagen steht natürlich jetzt vollgeladen auf dem Hof. Um für weitere Verwendungen einfach das Material da zu haben. Okay. Machen wir weiter. Unser Helfer ist fleißig am Säen. Wir werden jetzt einmal mit dem Glas Xerion, wie man hier sieht, hier steht der Ladewagen voll mit Heu. Oder nicht Heu, Stroh, Entschuldigung. Ja, ist das ja, als Lagerkapazität hier jetzt vorhanden, wo wir dann, wenn wir Stroh benötigen, uns das direkt aus dem Anhänger holen können. Ich hole jetzt einmal gerade den Anhänger hier herbei. Werde mit diesem Anhänger jetzt hier vorne
Ja. So, hier an der Ecke, denke ich mal. Ja, hier werden wir jetzt parken und werden uns dem Radlader einmal zuwenden und werden jetzt die Hackschnitzel aus dem Sägewerk holen. Dazu müssen wir einmal hier mittig in die Tür fahren. Um das Ganze hier mit der Schaufel ja, zu entladen. Dass unsere Produktion nicht stillstehen bleibt, weil unser Hackschnitzellager voll ist. Das Ganze verlade ich jetzt einmal hier in unseren Anhänger. Die ersten Hackschnitzel werden verladen. Werden natürlich auch noch ein oder zwei Schaufeln voll holen müssen. Ja, das ist ein bisschen tricky bei mir hier. Ich habe das ein bisschen, ja, die Platzierung nicht ganz so gut gewählt, aber es ist kein Problem, es funktioniert trotzdem recht gut. Ja, mit dem Hackschnitzel werden wir die Kartonproduktion dann starten. Dazu müssen wir dann das Gebäude der Kartonproduktion bauen. Das wird dann, denke ich mal, in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge passieren. Weil wir die Kartons brauchen für unsere Obstgärten, um unser Obst zu ernten und diese dann zu verkaufen. Oh, eine Schaufel werden wir noch holen. Mal eine Schaufel wird das vielleicht noch geben. Oder auch nicht, das ist recht wenig hier Abschnitte noch vorhanden. Okay, wir sehen, wir haben jetzt nur 76%. Das lohnt sich nicht, das jetzt abzuladen. Deshalb lassen wir unseren Radlader einmal hier stehen, warten einfach drauf, ja, bis die Produktion richtig voll ist. Das Sägewerk ist ja weiter schön und produzieren. Wir werden die nächsten Holzpaletten voll gemacht, die wir auch benötigen. Ich switche einmal um, weil unser Drescher ist nämlich voll, den wir einmal abtanken müssen. Ja, ich habe auch, das zeige ich euch gleich, mit dem Bonze Scorpio auch noch zwei, drei weitere Bäume auf dieser Ecke gefällt, um einfach genug Holz, jetzt sage ich mal, im Vorlauf zu haben, bis unser Feld 21 fertig ist, mit den ganzen Bäumen, die wir dann dort direkt ernten und auch ins Sägewerk bringen werden. Ja, und dann auf der Ecke vom Feld werden wir dann auch eine Schuppenfräse kaufen. Uns dann die letzten Stümpfe quasi ja, wegfräsen, um dann neue Bäume wieder zu produzieren. Dazu müssen wir dann noch ein paar Setzlinge kaufen, mit unserem Anhänger aufladen, dorthin bringen, in unsere Setzmaschine einfügen.
und dann auf der Ecke wieder neue Bäume zu pflanzen. Ja, ungeduldiger Verkehr heute wieder hier. Ja, das Volumen, was wir jetzt hier drin haben, reicht, denke ich mal, noch für Feld 9, was wir fleißig gerade am Abernten sind. Deshalb brauchen wir die Maschine jetzt nicht aufzufüllen. Die lasse ich aber jetzt einmal hier stehen, sonst kommt unser Drescher wieder ins Gehakel. Ja, 49% haben wir jetzt Hackschnitzel geladen. Müssen wir noch ein bisschen warten, dass der Hänger auch wirklich voll ist, dass es effektiv wird. Ja, hier haben wir 76%. Ja, hier sieht man jetzt, ich habe noch ein, zwei Bäume weiter gefällt. Ja, es gäbe noch den da im Hintergrund, den einen, und hinten noch einen, sind zwei. Diese kleinen Bäume hier, ja, werde ich offline auch noch fällen, dass einfach diese Fläche hier dann kahl ist, dass wir da einfach neue Sachen säen können. Ist aber im Moment nicht von relevant, weil wir müssen da erstmal diese anderen Stämme, die hier noch rumliegen, aufsammeln. Das werde ich aber alles offline machen, weil das dauert nämlich zu lange. So, wir werden jetzt nochmal in das Palettenwerk hineinschauen, wie viel Prozent wir jetzt haben. 35%, 36,67. Ja, das dauert noch ein klein wenig, bis unsere Palettenproduktion auf 100% ist. Wenn dieser Stapel auf 100% ist, geht es hier weiter. Hier wird dann der nächste Stapel produziert mit 100%. Das heißt, wir haben in dieser Palettenproduktion zwei Abladeflächen, wo wir Paletten produzieren können. Diese Paletten werden wir dann natürlich mit unserem Ladewagen aufsammeln. Aber vorher werden wir die mit dem Gabelstapler einmal, ja, ich würde sagen, hier direkt am Gebäude hier werden wir die dann erstmal platzieren als Außenlage quasi. Ja, bevor wir die dann mit dem Anhänger aufsammeln werden und die dann zu unseren Produktionsstätten bringen werden. Ja, wir gehen einmal rüber ins Sägewerk, schauen einmal, was jetzt hier produktionsmäßig, ja, was wir jetzt hier auf Lager haben. Das sind jetzt 37% einer Bretter. Eine Bretterablageposition ist bei 62%. Ich gehe mal stark davon aus, das ist diese hier. Ja, die ist voll. Die können wir auch schon holen. Die werden wir jetzt auch holen, um die rüber zu fahren ins, ja, in die Palettenproduktion. Ja, ich habe den kleinen Gabelstapler hier gekauft, weil das einfach einfacher ist wie mit dem Radlader und dem Frontladersystem. Ist das ein bisschen aufwendiger. Auch der Radlader ist auch zu groß, um hier drinnen in diesem engen Raum im Sägewerk zu fahren. Oh, ist ja gut. Ich glaube, festgefahren, oder? Nee. Ja, der Radlader ist einfach zu unwendig hier im Sägewerk. Wir würden mit diesem Radlader hier an diese Positionen nicht kommen. Dafür ist der kleine Gabelstapler recht wendig. Tragisch.
fahre trotzdem einmal rüber. Ja, wie man sieht, es läuft auch nicht alles immer so nach Plan, wie man es gerne hätte. Aber ich hoffe mal, dass der Stapel auf der Gabel noch hängen bleibt. Ist wie gesagt, ja, läuft nicht immer alles so, wie man es gerne hätte. Aber ich denke mal, dass wir jetzt, sind wir jetzt auch schon da, dass wir jetzt unseren Stapel hier erfolgreich abladen können. Ja, hat geklappt, mehr oder weniger gut. Egal, wir sind angekommen. Prozent. War jetzt nicht so die feine englische Art, das letzte Paket hier hinzubringen. Ich hoffe, dass das in einem der nächsten Videos dann besser funktioniert. Ja, dass die Simulation nicht ganz so rumspinnt. Hängt auch immer darauf an, wie ich das Paket auf die Gabel nehme. Ich bin halt auch kein geübter Gabelstaplerfahrer in dem Sinne, was hier den Mod und die Simulation angibt. Aber ich gebe mein Bestes. Unser Drescher ist auch wieder voll, den wir jetzt einmal abtanken werden. Dass diese Maschine nicht stillsteht, weil stillstehende Maschinen bringen uns kein Geld. Ja, lassen wir den Drescher einmal jetzt hier abtanken. Wird wahrscheinlich unser Hänger noch nicht voll sein von der Abtankung her. Ich habe auch schon einmal Weizen weggebracht. Man sieht es auch ja, an dem Kontostand, dass wir wieder ein bisschen mehr Geld haben. Das Geld werden wir auch benötigen für unsere Kartonfabrik, um dann unsere Kartonagen herzustellen. Wir können auch jetzt unseren Helfer mit der Sämaschine schon mal auf Position bringen, aber noch nicht starten, weil unser Drescher einfach noch nicht genug Vorlauf hat. Den werden wir jetzt einmal hier stehen lassen und warten, bis unser Drescher dann das Feld komplett geerntet hat. So, da können wir jetzt auch noch nichts weiter machen, weil einfach die Kapazität noch nicht ausreicht, dass ja, unsere Schaufel voll wird mit Hackschlitzen. Seite gemacht. Hier haben wir klare Bretter, ist aber für die Palettenproduktion eigentlich uninteressant, ob wir jetzt gerade Bretter haben oder im Hintergrund Bretter noch mit einem Rand außen dran von den Bäumen, spielt in der Palettenproduktion keine Rolle. Ja Leute, ich würde sagen, das war's auch schon wieder für diese Folge. Wir sehen jetzt oder haben gesehen, dass wir jetzt mit Holz- und Bretterproduktion im vollen Gange sind. Deshalb werden wir ab der nächsten Folge weitermachen und werden uns den Produktionsstätten einmal widmen. Deshalb würde ich sagen, Leute, macht's gut und bis dahin. Tschüss.